Der Gero Komovic sagt, wovon träumst du aber? Habibi, ich darf doch Träume haben. Ich küsse doch dein Herz. Like, wären wir auf den Mond gekommen, wenn wir keine Träume gehabt hätten? Like, den Mond, kein Arsch war auf dem Mond. Ach, Bruder, hör doch auf damit. Bruder. Keiner war auf dem Mond, Bruder. Ich bitte dich. Bruder, willst du mich verarschen? Jetzt sag mir, Bruder, bitte, bitte. Willst du mich verarschen? Bruder, bitte, lass das sein, Sinan. Es war kein Mensch auf dem Mond. Oh mein Gott, genau. Es war kein Mensch auf dem Mond. Du bist auch dieses, warum hat dann die Fahne gewackelt, wenn da keine Luft ist? Nein, wenn Bruder, Sauerstoff Quatsch, ist. Quatsch. Hör auf, Sinan, Bruder. Nein, das sind so diese ganzen Verschwörungssachen, bla, die interessieren mich nicht. Ich sag dir, es war niemals jemand auf dem Mond. Fertig. Da brauchen wir gar nicht reden. Neil Armstrong, der Kelp, war auch nicht da. Boah, Bruder. Die haben denen gesagt, schwör auf Bibel, der hat nicht mal drauf geschworen, dass er da war, Bruder. Der war jetzt Artist. Die haben denen gesagt, schwör mal auf das und das. Like, ey, Neil Armstrong war niemals da, fertig. Es war kein Mensch auf dem Mond. Oh mein Gott, Alter. Chalas, okay. In 1960 waren die da, aber 2022 ist noch keiner da. Seit 60 Jahren, 70 Jahren fliegt keiner dahin. Oh mein Gott, Bruder, bitte Sinan, Alter. Lass mal diese Filme, die waren ein bisschen an diese, oben bei dieser Erde, bei diese blaue Strahl um die Erde da, die waren da drin am Chillen. Aber bei der, denkst von oben auf der flachen Erde, ne? Bei der flachen Erde. Bei der flachen Erde, wo Keanu schläft. Hey, Keanu, Bruder, hey, ich bin nur, du weißt, Cousin. Weißt, ich bin auch nicht bei dem Studio, Cousin, ich hab damit nichts zu tun, Cousin. Oh, ja. Ruf ihn an, der redet über dich live. Wer? Grüße an Keanu, unser Bruder. Keanu Spray. Subhanallah. Wallah? Niemals. Ey, wenn Keanu uns jetzt geradet hat, während ich sage, Keanu, ey, Digga. Jetzt musst du mir glauben, dass niemand auf dem Mond war. Bro. Cousin, meinst du das ernst, Bruder? Ich schwöre dir, es war niemals jemand auf dem Mond. Niemals. Niemals. Okay, aber was ist die Theorie dahinter, die du... Der Mond ist viel zu weit weg, Bruder. Das schafft einen Mensch nicht, dahin zu kommen und zurückzukommen. Also nicht in den Zeit 60er, 70er, sowieso nicht, Bruder. Wo die Technologie Bruder, noch wir, nicht mal... Wenn wir alle so denken würden, wie du in dieser Sache. Bruder. Gäbe es keine Flugzeuge, gäbe es keine Autos. Oder Flugzeuge ist was völlig Züge. Anderes. Nein, Bruder, das ist die Vorstellungskraft eines Menschen, Bruder, sowas tun zu können. Bruder, es war kein Schwanz auf den Mond in den 60ern. Ich bitte dich. Stell dir mal vor, die fliegen, die lassen nur so ein Dildo da. Da drauf ist der Topf von Kameran. Like, der Dildo kann gar nicht da oben sein, der ist am Wackeln, da ist keine Luft. Like, guck dir erstmal auf den Mund hier unten, ey. Hey, lasst euch nichts erzählen. Dildo Armstrong. Dildo Armstrong. Armstrong. Jetzt. Der Armstrong. Jetzt auch mit Echtheitsgefühl. Der Armstrong Dildo war dort. Also Freunde, bei allen Spaß, den wir machen. Hey, ganz kurz, Bruder, bevor du aussprichst. Hört nicht auf Sinan, lasst euch da nichts einreden. Guck mal. Lasst euch nicht in eure Vorstellungskraft einschränken. Nein, guck mal. Träume habt. Nein, das ist wahr. Tut Träume alles dafür, um sie zu verwirklichen. Genau. Einer von euch schafft es, zum Mond dann zu fliegen. Wenn doch keiner da war, dann einer von euch jemand hier. Nimm einen Danga mit. Der soll da wedeln. Nein, guck mal. Spaß beiseite, liebe Friends. Die Vorstellung. Warte, ganz kurz die Augen. Hier, Neil Armstrong. Oder hör auf, diese Wikipedia-Scheiße reinzuschreiben. August war ein US-amerikanischer Testpilot und Astronaut. Ja, er war Astronaut, Bruder. Ist ja nichts, was ihn. Oder Astronaut kann jeder Penner werden. Was? Like Astronaut, like, lass mich nicht einen Astronaut gleich einen Backpfeife geben. Du meinst, wohin 5G, 6G erkennt? Die haben uns gefickt mit diesem Strommast. Guck mal.
Guck mal, Freunde, jetzt Spaß beiseite. Natürlich, Astronaut ist natürlich ein krasses Ding so. Wenn du nicht glaubst, dass die Leute beim Mond waren, warum gehst du dann bei Universum boxen? Frag mich doch mal. Mann, du hast uns gefickt. Hey, du Wichser. Wallah, du spielst mit dem Feuermann, Wallah. 20 Millionen, wenn du eine Mond schaffst. Ich kann nicht mehr. Ey, Grüße an Ismail, Bruder, bester Mann. Ey, shit. Du hättest schreiben sollen, Weltall hat. Ey, okay. Hast du die Nummer von Kianusch? Ja. Kianusch, warte, call. Warte, ich ruf den an. Ich hab vorgestern noch mit dem Telefon hier, Bruder. Wir haben so ein schönes, so eine schöne Unterhaltung geführt. Guck mal, aber ey, ganz jetzt kurz, rein, ganz Bruder. Kurz, ganz kurz. Der Kianusch wollte bei uns im Stream vorbeischauen. Deswegen lass nur diese eine Frage stellen. Er soll nur kurze Antwort geben. Wir machen dann einen ganzen Talk mit ihm, wenn er hier ist. Glaubt ihr daran, dass das... das weiß ich nicht, wir fragen ihn jetzt. Aber vielleicht macht er gerade dieses Dings, dieses Rap-Battle. Wir gucken, wir scheißen es da rein erstmal. Salamu alaikum, Dadash, Kianusch, wie geht's dir? Bruder, ich muss dich ganz kurz stören, Bruder, ganz kurz. Warte, nein, du beeinflusst mich. Nein, nein, ich beeinflusse niemanden. Ganz Kianusch, kurz, Kianusch, warte, ganz kurz, warte. Ganz kurz, Bruder. Nein, nein. Also, Ki, mein Bruder, es sind hier gerade 3466 Zuschauer. Ich habe eine Frage an dich. Ich habe eine Frage an dich, Bruder. Bruder, ganz kurz, warte, bevor du das fragst. Bevor du das fragst. Kianusch. Ja, Bruder. Mach das auf kurz, weil ich dich ja noch hier einladen werde, damit wir einen richtig geilen Talk machen. Die Frage ist, okay. War jemals jemand auf den Mond? Ja, also meinst du jemals auf überhaupt, dass ein Mensch ein... Amerikaner oder Russen ist irrelevant. Ja. War jemand, ich war sag ein nein. Menschliches Wesen auf dem Mond, mein Bruder? Ich sag nein. Aber abgesehen davon auch schon, dass du schon ein Affe da war. Ein Affe ich auch noch. Zu der Zeit, als das so mal mit Mondlandung Apollo, war das Politik, das war Hollywood. Genau. Aber vor kurzem waren so Chinesen drauf und so. Wer? Chinesen waren zum Beispiel drauf. Wann denn? Da hast du nicht gesehen, die haben noch gepostet, Story. Folgst du Chinesen auf Instagram? Woher weißt du das? Bruder, ich hab gelesen. Wenn nicht ich das lese, wer sonst? Bruder, guck mal. Ich sag dir, wie es ist. Meine Meinung, ja, es war noch nie jemand auf dem Mond. Auch keine Chinesen jetzt vor kurzem. Alles Laberei, Bruder. Der Mond ist unerreicht. Fertig. Warum kommst du da auf, Bruder? Weil, darüber reden wir, wenn du hier bist. Also, Ki, du bist jetzt offiziell, okay, offiziell vor 3500 Menschen bist du offiziell eingeladen, bei uns hier im Livestream vorbeizuschauen und explizit über dieses Thema detailliert zu sprechen. Du bist der erste Chinese auf dem Mond. Also, ich glaube ja an den Chinesen mit dem Kontrabass. Komm, wir essen ein bisschen Chop Suey. Bring mal Fertignudeln mit Yamaniak. Astronautenkostüm an. Ich komme, Bruder. Bruder, wir warten auf dich, mein Bruder. Ich küsse deine Augen. Okay. Habibi, Kianusch, Bruder, ich küsse dein Herz. Bester Mann. Ich hinter das Licht führen. Keine Sorge, Bruder, das Licht kommt zu dir. Am Ende des Tunnels ist immer ein Licht. Wir sind Lichtkrieger, Bruder. Wir sind Krieger des Lichts. Du weißt, Yalla. Nur. Yalla, Bruder. Ciao, ciao. So. Liebe Friends. Also, wurde es wieder bestätigt, was ich sage? Nein, 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 es wurde nicht bestätigt, was du sagst. Oder Kianusch hat einfach... Kianusch hat gerade gesagt, er hat Insta-Story von einem Chinesen geguckt, der gesehen hat, der auf einen Mond spaziert gegangen war. Bruder, mit Chop Suey, Bruder. Bruder, ich glaube erst, dass jemand auf den fucking Mond war, wenn ich selbst dort bin, Bruder. Ich sag dir, wie es ist. Man muss aber auch sagen, Bruder, vielleicht wäre der Mond auch im Ghetto gekracht. Von Massiv, mein Bruder. Das habe ich mir schon gedacht. Der Einzige, der es vielleicht zum Mond schaffen würde, ist Massiv, weil er geht nicht zum Mond, der Mond kommt zu Massiv. Annik, ich sag Chop Suey, Cousin, da heißt einfach einer Chop Suey, der sagt, Gazi, was redest du über mich? Wallah? Wo? Hier, Bruder. Ich sag, Chop Suey ist ein chinesisches... Annik, da heißt Chop Suey 85. Ja, Gazi, was redest du über mich? Ich küsse dein Herz, Abu Chopsi. Habibi, Abu Chop Chop. Wallah, da heißt Chop Suey. Wie geil ist das denn, Bruder? Ey. Warst du auf dem Mond? L-
Sag nicht mal Elon Musk, der Hund war auf dem Mond, der hat ganze, ganze Geld dieser Welt gefressen. Bruder, Elon Musk war... Der war auf dem Mars. Nein, der war, ich glaube, auf der letzten Ebene der Stratosphäre, Bruder. Nein, der war auf der Milchstraße, der hat Alf getötet. Alter, du bist so ein... Der hat Alf gekillt. Hast du meine Katze gegessen, du Schwanz? Oh, yes. Ey, oh, liebe Friends, ich muss euch ehrlich sagen, es war wieder, ey, meine Stimmbänder sind komplett weg. Es war wieder mal wirklich, wirklich geil hier mit euch, liebe Friends.